Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, Amaterasu ist müde und legt sich schlafen. Hier sah es wieder respawned. Na, sehr schön. Und es ist Tag geworden. Okay. Das heißt, wir starten jetzt ein kleines Intermezzo. Ich habe nämlich mal netterweise gespickt, was es mit den Monsterlisten auf sich hat. Und scheinbar bei Nacht haben bestimmte Monster dort eine den jeweiligen Gegner. Das heißt, wir kehren jetzt aufs Shinsofeld zurück und schließen dort erst einmal die Monsterliste ab und dann schließen sie sie hier ab. So, Shinsofeld. Weil scheinbar soll man was sehr Tolles bekommen. Also ich befehle dir, es werde Nacht. Und ja, ich werde einfach die Nacht nach jedem Kampf erneuern, in der Hoffnung, dass es Nacht bleibt. So, während ich fleißig weiter Dämonenzähne sammle. Ach ja, das Wetter bei mir ist gerade sehr schön. Ach ja, und ich sammle auch nebenbei Yen ein. So, Yen und Dämonenzähne, das ist immer schön. Aber was ich wirklich gerne hätte, wäre dich wollte ich eigentlich nicht overkillen, egal. Ich habe ich jetzt auch overkillt. Also ich darf sie nicht nochmal hauen, nachdem ich sie getötet habe. Aber es ist gut zu wissen, dass ich die mit einem Schwertcharge so einfach töten kann. So, machen wir es wieder Mitternacht, dass es schön Nacht bleibt, weil sonst resetten sich die Gegner, was ich nicht gebrauchen kann. Dämonenzähne, sehr schön. So,
So, den habe ich zerschnitten. So, und der gibt sogar 3 Zähne. Was schön ist. Aber ich habe immer noch keinen von der Monsterliste. Ah, jetzt endlich mal. Akuso, der Eindringling, erscheint. So, Akuso, der Eindringling, ist Geschichte. Oh, und damit besiegen wir auch alle anderen. Auch gut. Okay, ein weiteres unheilstiftendes Monster weniger. Nun, du weißt, was zu tun ist, meine pelzige Freundin. Ein einfacher Strich mit deinem Pinsel. Akuso, der Eindringling. Yay. Dann suchen wir weiter. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Du da, du siehst wieder ein geeigneter Kandidat aus. Jo, und da ist auch schon wieder einer. Bivamaru, der Vandale. Na komm her. Und stirb wie ein Mann. Jo, wir haben den Vandalen besiegt. Kriegen schön Dämonenzähne. Tinte und Yen. Das freut mich. Okay, ein weiteres unheilstiftendes Monster. Nur du weißt schon. Ja. Den Vandalen sind wir los. Nein, keiner hier. So, sehr viele Dämonenzähne, sehr schön. Da ist unsere nächste Beute. Mal gucken, bist du da? Ist da einer drin? Ja, da ist einer wieder drin. Onimaru, der Unverbesserliche. Na gut, da schneiden wir wenigstens dich. Ja, und haben dich besiegt. Sehr gut. Yay. Okay. Jetzt wird nur noch Iso der Seitenschneider. Hm, sind ja noch ein paar zur Auswahl, aber sicherheitshalber. Das ging ein bisschen arg schnell und leicht. So, der ist auch zerschnitten. Und wir kriegen schön viele Dämonenzähne durch ihn.
Yay. Du vielleicht? So. Du da oben, komm runter. Okay, bei euch scheint ich was anderes zu brauchen, um Zähne zu kriegen. Du da oben vielleicht? Nee. Kann ich dich vielleicht wegpusten? Nö. Hier ist nichts mehr. Halten wir es mal schön dunkel. Ich glaube, hier unten war noch einer. Das wäre jetzt witzig, wenn es direkt der neben dem Tempel ist. Hoppala. Nö, hier ist gar keiner mehr. Ah, aber beim Feuerwerkstypen war auf jeden Fall noch was. Nein, nein, schön dunkel bleiben. Ich habe nämlich so das Gefühl, die Eule will sagen, es wird Tag. Ah, wie komme ich eigentlich da oben hin? Das sieht auch noch interessant aus. Bingo. Es sind sogar noch zwei, also. So. Das war ein bisschen knapp und schlecht, aber es hat noch gar nicht so geklappt. Yay. Und hat unsere Göttlichkeit wieder runtergenervt. Ah, da ist der letzte. Iso der Seitenschneider. Oder Iso der Seitenschneider. So. Besiegt. Aber wir haben ihn nochmal besiegt. Schade. Hauptsache es gibt Kohlen. Okay, ein weiteres unerschütztes Monster. Nun, du weißt schon. Einfacher Strich. Flutsch. Nun, weißt du was? Du hast dich um alle Monster gekümmert, die auf der Monsterliste stehen. Der Priester wird bestimmt froh sein, das zu hören. Vielleicht würde dir sogar eine Belohnung geben. Hehe. So, das heißt, wir müssen wieder hier hoch. Da drüben runter. Und dann haben wir die Monsterliste auf dem Shinzo-Feld abgeschlossen. Bin mal gespannt, was wir Tolles dafür kriegen.
Wow. So. Das ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen. Hoch da, bitte. Hallo, ich... Na also, geht doch. Hallöchen. Ein goldener Pfirsich. Füllt den Magen komplett auf. Ja, bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Magen benutzt. Ich sollte aber mal wieder drauf sparen für den nächsten Magen. Mal kurz gucken. Da. 350 für den nächsten Magen. Na, das durften wir hinkriegen. Haben ja schon knappes Drittel. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen durch die Monsterliste jetzt Glück. Ach, du bist es, Wolf. Was treibt dich hier zurück? Zeigen Mikas Monsterliste. Unglaublich. Jeder einzelne Name auf der Liste der gesuchten Monster ist ausgestrichen. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich in letzter Zeit auch keinen mehr von ihnen wahrgenommen. Aber wer weiß, in der Welt hat es bloß geschafft. Das ist absolut wundervoll. Ich möchte, dass du das hier demjenigen gibst, der das getan hat. Wolf, verstanden? Goldstaub, hey! Ich habe gehört, dass Susanoo das verfluchte Monster besiegt hat. Ist das wirklich wahr? Ich habe bemerkt, dass die Monster hier in Shinso weniger gewaltig geworden sind und auch wenn die Mondhöhle noch nicht wieder aufgetaucht ist, so ist es doch eine kleine Wächterstatue an ihrer Stelle erschienen. Es ist ein winzig kleines Ding, das einen Jungen oder ein Mädchen zeigt, die Händchen halten. Vielleicht ist der Fluch des bösen Dämons endgültig gebrochen. Oh, das können wir uns auch ansehen, wenn wir schon hier sind. Tür? Ach nee. Eine Wächterstatue. Sie steht hier draußen, seitdem der Mondschein verschwand. Die Götter des Landes müssen den Fluch ausgetrieben haben. Sie macht, dass ich mich besser fühle, obwohl sie nur klein ist. Was für eine wundervolle Statue, auch wenn sie nur klein ist. Lass sie uns mit ein paar Blumen dekorieren. Oh ja, das können wir hinkriegen. Na komm. Das war Wind, den wollte ich nicht. Wow. Viel bringt tut das nicht wirklich. Oh ja, nebenbei, wir haben Goldstaub gekriegt. Jo, hier. Und damit würde ich gerne das Schwert verbessern, weil das Schwert ist geil. So.
Das heißt wohl selbe Spiel wie gerade eben auf der Taka-Ebene. Wobei wir einige, wobei ich jetzt noch einigermaßen weiß, wo wir schon waren und wo nicht. Also erstmal nach da oben zum Wächtersprössling. Es kann nämlich sein, dass die Nervensäge da oben ist.